Und das dauert immer länger, weil Hövels erstmal eine halbe Stunde blinken und blitzen muss, wenn er da aus dem Pokéball kriecht. Aber mit dem Ausweichen und so weiter, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich will unbedingt sehen, wie Hövels aussieht, wenn er ein Golbat ist. Ach so. Ja, wenn das jetzt noch geklappt hätte, ne? Käfer müsste doch gegen Psycho auch erst effektiv sein, ne? Aber wo nicht viel ist, kann man auch nicht viel holen. Wir können das ja aber gleich mal austesten, was davon stärker ist. Positiver Nebeneffekt ist natürlich, dass er bei Biss dann zurückschreckt. Ah, jetzt kommt die Probe. Jetzt kommt die Probe. Kampf, Biss und los! Ja, was habe ich gesagt? Weg ist er. Das Leben als Abra muss auch ziemlich scheiße sein. Die ganze Zeit immer nur angeschossen und dann wegfliegen, das würde mich nerven, so nach einer Woche, spätestens. Dann hätte ich schon gesagt, komm, jetzt ist aber auch gut. Ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. So, bis... Beiß mal schön und fein in den dicken Wanz hinein. Nein! Biss wird blockiert. Wird eigentlich immer das blockiert, was man als letztes benutzt hat? Ich glaube ja, ne? So. Ach, geht doch auch. Und ich kann mich wieder aufladen. Ja, das wird jetzt richtig zu einem Selbstläufer. Ich merke das schon. Und wenn so ein Radfratz kommt, dann werden wir eben ein bisschen durchgeprügelt, aber dann kommt wieder Traumato und wir kriegen unsere Lebenspunkte wieder zurück. So, wo ist denn jetzt der nächste Gegner hier? Ich bin mal gespannt, was da so noch auf mich wartet. Aha. Du. Ich habe das damals erzählt, ne? Wie Priest sich immer beömmelt hat vor Lachen, wenn er einen Radfratz gesehen hat. Vor allem bei Pokémon Gelb. Da sah Radfratz wirklich aus, als wenn das durch einen Kackhaufen gelaufen wäre. Echt. Ist so. Nee, nee, ehrlich wahr. Nee, das bringt gar nichts. Nee, triff! Triff es doch! Mach doch nicht so einen Blödsinn hier. Mann. Ich kann hier die ganze Zeit nur A drücken und durchspammen. Aber momentan geht's ja noch. So. Super Schall. Die Verwirrung macht sich breit. Hövels Verteidigung sinkt. So, dann hauen wir mal da drauf. Angriff ist die beste Verteidigung. Und solange mein Angriff nicht sinkt, ist alles in Ordnung. Bam. So, tschüss. Gut, das hätten wir geschafft. Dann geht es jetzt hier nochmal weiter. Hoch und runter. Ja, 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 ja. Oh, noch ein Radfratz. Der Wahnsinn. Ich sollte anfangen, mir während des Pokémon-Let's Plays irgendwie die Haare zu schneiden oder die Fußnägel zu schneiden oder mich zu rasieren oder so. Das ist ja so langweilig, wenn immer die gleichen Viecher hier kommen. Ich sehe es kommen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen rumlaufen, dann ist er... Ach nee, die haben wir ja noch gar nicht befreit, die drei Doggies. Kommando zurück, kann ich. Das mit dem Ruckzuck-Keep, ne? Das ist nervig. Weil er dann immer noch einmal mir einen drüber ziehen kann. Obwohl der Kampf ja eigentlich theoretisch schon vorbei wäre. Naja. So, nochmal hoch und runter und dann warten wir. Hey, ein Gegner. Ein Abra. Den kriegen wir immer noch nicht kaputt. Aber wir können es ja mal nochmal mit Superschall versuchen. Obwohl, wartet mal, den können wir doch mal ein bisschen anzapfen hier. So. Hauptsache, wir kriegen Lebenspunkte dazu. Dafür war der doch schon mal jetzt zu gebrauchen, oder? Das fand ich schön. Hat geklappt. Hi. Du schon wieder. Was machen Sie denn in dieser Stadt? Typen wie dich können wir nicht besonders leiden. Du mit deiner Hasenscharte da. Ich mag dich nicht. Hier, blöd bist du auch noch. Verschwinde. Oder ich beiß dir in den Popo. Was? Ist nicht mehr verwirrt. Hat aufgehört. Ist nicht mehr. Wenn ich mal verwirrt bin, ne, dann geht das über 30 Runden. Also meine Pokémon, nicht ich. Wenn ich mal verwirrt bin, dann geht das über 3 Jahre.
Ein Traumato, wundervoll. Das habe ich ja... Ich wollte ja definitiv jetzt eins haben. Also nicht fangen, sondern einfach mal benutzen, dass wir uns hochheilen können. Bäm. Das ist grandios. Ich hatte jetzt erwartet, dass es mehr ist. War doch auch gerade mehr, oder? Hallo? Geht da noch was? 23? Nicht dein Ernst jetzt, oder? So, aufwachen da. Du blinkst. Du kannst gar nicht schlafen. Dir fehlen die körperlichen Fähigkeiten, um ins Reich der Träume zu übergleiten. Das kannst du gar nicht. Das ist alles nur eine Einbildung. Du schläfst nicht. Ach, und beißen kannst du jetzt auch nicht mehr, oder was? Oh Mann. Ich werde hier total in Ketten gelegt. Merkt ihr das? Aber so spielt man ein Trauma. Guck mal, wie lange der schläft. Habt ihr gerade gesehen, wie lange das Radfratz verwirrt war? Und mein Hövels schläft hier eine halbe Stunde. Gute Nacht. Nochmal. Ja, schlaf ruhig weiter. Ist nicht schlimm. Und dann vergesst auch noch die anderen Attacken. Weißt du, jetzt wird's aber mal ein bisschen zu viel. Ernsthaft. So lange? Ich meine, warum schläft er eigentlich weiter, wenn er die ganze Zeit verprügelt wird? Das habe ich noch nie verstanden bei Pokémon. Er schläft und die ganze Zeit kommt da einer und haut ihm was auf die Nase. Da wache ich doch auf. Es sei denn, das ist so eine Vollnarkose. Ich sag ja immer, Traumato und Hypno, die sind nicht koscher, die Jungs. Die sind böse. Das sind die grausamsten Pokémon, die es gibt. Ja, ist so. Oh, tut mir leid, Schwester Joy. Habe ich ihn auf den Tresen gerülpst? Das ist mir aber... Peinlich ist mir das. So, runter. Und ab durchs Rasengebiet. Nochmal. Das kennen wir ja irgendwo her. Das haben wir gerade schon mal gemacht. Mir war so, als würde ich die Szene schon kennen. So. Ein Radfratz. Hey. Wusste ich gar nicht, dass hier auch Radfratz rumlaufen. So, mach das mal kaputt. Bis. Zack. Ist ja irgendwie makaber, ne? Ich schlachte hier so viele Pokémon ab und dann habe ich schon... Ich weiß schon, warum die Peter dieses Spiel nicht mag. Das ist nicht so ganz freundlich. Gebe ich ja offen zu. Man domestiziert die Pokémon, damit sie für einen kämpfen. Die wollen das alle gar nicht. Es geht hier nicht um Freundschaft und so weiter. Nee, nee. Das sind alles Objekte, mehr nicht. So wie das da. Hi. Mhm. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, es gab mit Ditto und der Zeitkapsel, die man benutzen kann, auch irgendeinen Cheat. Aber ich krieg den gerade nicht zusammen. Ich glaube, das war so ein Shiny-Cheat. Damit kann man sich ein Shiny-Ditto machen. Ich brauche dieses Ditto unbedingt. Ich glaube, da können wir relativ viele Shiny-Pokémon draus holen. Aber wir haben keine Pokebälle mehr. Ich dachte, wir hätten so viele. Dann muss ich mal safe staten. Nein, ich mach das mit so. Ja, ja, ja. Ach, muss ich gar nicht. Ein Wurf, ein Treffer. Perfekt. Dominating! So, Pokédex-Eintrag. Ditto ist ein Transform-Pokémon, 0,3 Meter groß, 4 Kilo schwer und seine Verwandlungskunst ist perfekt. Bringt man es jedoch zum Lachen, fällt seine Tarnung. Das heißt immer Dittos kitzeln. Ditto. Ditto. Ja, das Schicksal eines Dittos in der Pokémon Gold und Silber Edition ist ja eigentlich schon relativ klar. Aber die Frage ist, wie kann ich dieses Vieh dann nennen, ohne ja meine Affinität zur pornografischen Material zu sehr offensichtlich zu legen. Oder ja, das im Endeffekt eklig zu machen, wenn ich die jetzt Tine Wittler nenne oder so. So, wie sieht das denn aus? Wie nennen wir das Vieh denn? Ach, es ist geschlechtslos, ja. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob der so geschrieben wird, aber... kann man ja so machen. Nein, das passt nicht! Scheiße. Ach, hätte ja sein können.
Ja, dann. So. Kaulitz wurde auf Bills PC übertragen. Das ist ein geiler Satz, ne? Überleg mal. Und wenn Tom der Wanderer mich jetzt noch anruft, dann sind alle glücklich. Ruft Tom an und fragt, sag mal, Mütze, machst du wieder Scheiße mit mir oder was? Aber ihr seht mal, wie selten es ist, hier ein Ditto zu treffen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da wären mehr davon vorhanden. Aber es ist schon cool, dass wir die mit dem ersten Versuch auch noch gefangen haben. Das ist normalerweise nie der Fall. Seltenst. Ich weiß nicht, was hier besser ist. Aber hier weicht er aus. Das ist gut. Da kann er nicht mit Hypnose kommen. Weil Hypnose hier wirklich schlecht ist. Das will ich nicht. Hypnose abzukriegen, das ist die Höchststrafe. Ich glaube, ich mache hier noch bis Level 18 und dann gehen wir woanders hin. Ja, ja. Das dauert alles so seine Zeit. Ja, die Traumatos, die... Man macht ja bei Pokémon kein Plural. Die haben ja null Plural, alle, weil es japanisch ist. Genauso wie bei Tonfa. Man sagt ja auch nicht Tonfas oder... Oder Onigiris oder... Oder... keine Ahnung, Daihatsus. Doch, das sagt man. Honda. Hondas. Doch, sagt man auch. Hyundais. Aber hier macht man es eben nicht. Da habe ich schon damals in der Fernsehserie gedacht, sag mal, sind die blöd oder was? Eine Horde Kokowai, kam Rocco, ganz komplett aufgelöst, hat gesagt, Hilfe, Hilfe, eine Horde Kokowai. Habe ich gedacht, wenn es nur einer ist, ne? Warum redest du denn dann von einer Horde? Aber nein, das macht man so. Das gehört sich so. Es ist ein Nullplural. Schön, ne? So, beiß mal der Ratte in den Schwanz. Damit die ein bisschen ausweicht. Das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. So, und jetzt der Biss. Boah. Öfels. Jetzt mit Biss. Och. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Vieh groß stärker wird. Irgendwie nicht. Können wir ja jetzt rausfinden. Ich glaube, in der Stärke schenken sich Blutsauger und Biss nicht so viel. Deswegen zapfen wir nochmal das Abra hier an. Weil im Prinzip müsste eigentlich Blutsauger stärker sein als nur der Biss. Das heißt, wenn du wirklich irgendwo reinbeißt, um da Blut rauszulutschen, ne, dann beißt du ja automatisch kräftiger, als wenn du einfach nur so drauf rumkauen würdest. So, komm, komm, komm. Mm-mm. Da musst du schon richtig Kraft aufwenden im Kiefer. Und richtig so eine Scheibe Fleisch da aus dem Hals reißen, damit du da richtig saufen kannst. Ja, das ist jetzt ein bisschen böse gemeint, aber das ist wirklich so. Ich könnte mir vorstellen, dass Blutsauger deswegen noch ein bisschen stärker sein muss. Es sei denn, du machst das so wie so eine Mücke, du stichst da nur einfach rein und saugst dann. Das heißt ja auch Blutsauger und nicht Blutwegschlabberer. Aber die Vampire, da sagt man ja auch, dass die würden jemanden aussaugen. Ich glaube übrigens immer noch, dass Koalas bei Nacht Gnus fressen. Ich glaube es. Mir hat bisher noch nie jemand das Gegenteil bewiesen. Ich glaube, die machen das. Koalas sind bei Weitem nicht so pazifistisch, wie man ihnen das nachsagt. Die sind stark. Aber das liegt auch daran, weil die jedes Jahr in Scharen weggefangen werden, damit man aus denen Eukalyptusbonbons macht. Man kann das nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das noch nicht wusstet, aber man kann keine Eukalyptusbonbons aus Eukalyptusblättern machen, weil die nämlich giftig sind. Und die Koalas, die können die ja fressen, die haben ja kein Problem damit. Und die scheiden dann die Giftstoffe aus. Aber, was macht man denn dann am besten, um Eukalyptusbonbons zu nehmen? Ja, man sammelt sich so eine Horde Koalas, fängt die alle so mit dem Netz und dann hält man die durch den Fleischwolf. Und zack, hat man schön leckere Eukalyptusbonbons. Deswegen ist es... Ich erzähle euch da jetzt keinen Scheiß. Deswegen sind Koalas ja auch grün von innen. Beweist mir das Gegenteil. Hey Tom, ich hab deinen Bruder gefangen. Ist es heute nicht schön? Ich bin jetzt in der Jury von DSDS! Jawoll! Aha, danke dafür, Tom. Danke für diese Information. Bill und Tom Kaulitz, ich habe einen Kumpel in der Grundausbildung gehabt, der kam aus Magdeburg. Das war so ein richtig schöner Ossi. Also der hat auch richtigen Slang drauf gehabt. Der hatte übrigens einen Frauennamen als Nachnamen. Ja, ja.
Was meint ihr, wie der sich immer was anhören durfte? Und der war mit Bill und Tom Kaulitz auf der Schule, hat er zumindest erzählt. Und er meinte, die hätten da den ganzen Tag Stress gemacht. Irgendwie klappt das mit der Hypnose in letzter Zeit nicht so, ne? Das freut mich, da kann ich denen nämlich Blut aussaugen, wie ich lustig bin. So, noch ein bisschen durchs Gemüse. Und dann ist das Training mit dieser Folge vorbei. Erstmal, denke ich. Es sei denn, ich habe nochmal eine Idee, woanders hinzugehen. Ich glaube schon, dass ich die habe. Deswegen sollte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So, Radfratz benutzt Rutenschlag. Ja. Ach, einen Lebenspunkt habe ich ihm gelassen. Aber nicht lange. Wem? Und ich krieg den sogar übertragen, wie nett. Gut, damit hätten wir das hier geschafft. Hüvels ist auf Level 18. Der wunderbarste. Dann gehen wir jetzt mal kurz ins computergesteuerte Pokémon-Center der Jahreszeiten und werden unsere Pokémon hochheilen. Dass ich dabei immer so still bin, als wäre das so ein Moment, den man auskosten müsste. So ein andächtiger Moment. Wie wenn die Hostie in der Kirche verteilt wird. Naja, ich sag jetzt einfach mal danke fürs Zusehen. Hab jetzt eine Stunde aufgenommen, das soll erstmal wieder reichen. Und tschüss, bye bye, euer Mad Baron. Bis dann.